In diesem Video geht es um die Ableitungen elementarer Funktionen. Ein paar werden wir einfach nur als Regeln einführen, ein paar Ableitungen werden wir auch direkt beweisen und das Ganze werden wir anhand von Beispielen einmal angucken. Fangen wir auch gleich mit der einfachsten Funktion an, mit den sogenannten konstanten Funktionen. Das sind die Funktionen, die jedem x einen konstanten Wert zuordnen, zum Beispiel hier in diesem Beispiel die 2, also es ist f1 von x gleich 2. Das ist der Graph der Funktion, der ist hier gegeben. Und die Idee bei der Ableitung ist ja, dass die Ableitung die Steigung der Funktion in jedem Punkt beschreibt, beziehungsweise die Steigung der Tangente an den Graphen an jeder Stelle. Und wenn man hier scharf hinguckt, sieht man schon, dass die Steigung natürlich hier in jedem Punkt 0 ist. Und das ist auch genau das, was die Regel sagt. Die Regel hier sagt, wenn ich eine Funktion habe, f von x gleich c für eine konstante Zahl c, dann ist die Ableitung f' von x 0. Das Ganze lässt sich auch direkt aus der Definition beweisen. Probieren wir das einmal. Wir betrachten den Grenzwert Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h. Und unser f von x ist jetzt die konstante Funktion, das heißt, das ist der Grenzwert von f von x plus h ist c, weil wir haben eine Funktion, die immer den Wert c liefert. F von x ist aber auch c, deswegen ist es c minus c geteilt durch h. Das ist aber nichts anderes als Limes von h gegen 0 von 0 durch h. H selber läuft zwar gegen 0, ist aber nicht 0. Das heißt, wenn ich 0 durch irgendetwas teile, was nicht 0 ist, das Ergebnis ist immer 0. Das ist also der Limes von h gegen 0 von 0 und das ist 0. Also an der Stelle sieht man auch anhand der Definition direkt, dass das rauskommt, was man erwarten würde, nämlich, dass die Ableitung einer konstanten Funktion, dass die immer 0 ist. Die zweite elementare Funktion ist ein bisschen komplizierter. Das sind die affinen Funktionen, die wir angucken wollen. Das sind also die Geraden, also das sind die Funktionen, deren Graphen Geraden sind. Wie zum Beispiel hier diese Funktion 2x plus 1, Graph ist hier angegeben. Der Graph ist eine Gerade und wenn man scharf hinguckt, die Steigung ist ja der Ausdruck, der hier ist, ist der Faktor, der hier vor dem x steht, also in dem Falle 2. Und das ist auch genau das, was dann natürlich die erste Ableitung liefern soll. Und das ist genau das, was die Regel sagt. Wenn ich eine Funktion habe, f von x gleich ax plus b, also ne, so eine Funktion, die so eine Gerade beschreibt, dann ist die Ableitung f' von x gleich a. Also genau der Faktor, der hier vor dem x steht. Auch das kann man direkt beweisen. Das machen wir auch nochmal so als kleine Fingerübung. Wir betrachten den Grenzwert Limes h gegen 0 wieder von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. So, jetzt setzen wir ein. Das soll ja so eine affine Funktion sein, ax plus b. Das heißt, wir betrachten den Grenzwert Limes h gegen 0 von a mal x plus h plus b minus ax plus b. Klammer es nochmal ein, damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist, geteilt durch h. Also einfach eingesetzt, was ist f von x plus h? F von x plus h ist dann natürlich a mal x plus h plus b und f von x selber ist ax plus b. So, hier an der Stelle auch hinten die Klammer nicht vergessen, weil es wird ja minus f von x abgezogen und f von x ist eben der Ausdruck ax plus b. Deswegen muss dieser Ausdruck natürlich eingeklammert werden. Das macht auch natürlich beim Ausrechnen Unterschied, weil wir einen Minus dann vor der Klammer haben. Da einmal dran denken. So, jetzt machen wir weiter, lösen das Ganze einmal auf. Das ist also Limes h gegen 0 von ax plus ah plus b minus ax minus b. Also einfach Distributivgesetz angewendet, Minus vor der Klammer aufgelöst, kommen wir auf diesen Ausdruck, geteilt durch h. So, und jetzt sehen wir schon, dass ein paar Sachen wegfallen. Die
die streichen wir einmal gleich direkt raus. Wir haben hier ax, da haben wir minus ax, das fällt weg. Wir haben hier plus b, da haben wir minus b, das fällt auch weg. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle noch den Grenzwert Limes h gegen 0 von a mal h durch h. H selber ist nicht 0, läuft nur gegen 0. Das heißt, den kürzen wir auch entsprechend raus. Das ist also nichts anderes als Limes h gegen 0 von a. Und das ist a genau das, was man erwarten würde. Die Ableitung der Funktion soll ja eben a sein, also der Faktor vor dem x. Die nächsten Funktionen, die ich angucken möchte, sind die sogenannten Potenzfunktionen. Das sind Funktionen der Form f von x gleich x hoch r, wobei wir gleich die allgemeine Form angucken, dass r irgendeine reelle Zahl ist, irgendeine konstant reelle Zahl. Vorteil ist, wenn wir das so angucken, bekommen wir eine schöne allgemeine Regel, die tatsächlich für alle reellen Zahlen gilt und können damit sehr viele Fälle direkt erschlagen. Also was sagt die Regel? Die Regel sagt, wenn ich eine Funktion habe, f von x gleich x hoch r, dann ist die Ableitung f' von x gleich r mal x hoch r minus 1. Das heißt, das Mechanische, was man tut, ist, man nimmt den Exponenten, zieht den einmal nach vorne und verringert ihn danach um 1. Das ist ja die mechanische Handhabung dieser Regel. Gucken wir auch gleich ein paar Beispiele an. Und diese Regel ist eine sehr mächtige Regel, weil sich viele Funktionen, die wir so kennen, als Potenzfunktionen darstellen lassen mit einem reellen Exponenten. Zum Beispiel ja, die Funktion x hoch 3, da ist relativ klar, die passt und da ist sofort klar, dass sie da eben darauf passt. Aber auch so etwas wie 1 durch x oder 1 durch x Quadrat, weil das Ganze kann ich schreiben als x hoch, in dem Fall jetzt zum Beispiel bei 1 durch x Quadrat, als x hoch minus 2. Genauso kann ich damit die Wurzelfunktionen erschlagen, weil der so ein Ausdruck Wurzel x kann ich schreiben als x hoch 1/2. Das heißt, für all diese Funktionen, die kann ich einmal umschreiben und dann kann ich diese allgemeine Regel anwenden und bekomme damit automatisch die Ableitung. Wir werden jetzt diese Regel selber hier nicht beweisen, wir gucken die später nochmal genauer im Detail an. Wir nehmen die aber jetzt schon mal, weil das so eine praktische und allgemeine Regel ist, schon mal mit auf und gucken dazu jetzt einfach mal ein paar Beispiele an. So, das erste Beispiel ist, wir wollen ja die Funktionen angucken, die wir eben gesehen haben. Also wir betrachten f1 von x gleich x hoch 3 und dann ist f1' von x gleich, der Exponent kommt nach vorne, also 3 mal x und wird dann um 1 verringert, also 3x². Zweite Funktion, f2' von x, das war 1 durch x². Das kann man aufschreiben als x hoch minus 2 und dann wenden wir wieder die Regel an, funktioniert genauso wie eben. Wir nehmen den Exponenten, ziehen den nach vorne, also minus 2 mal x und wir verringern den Exponenten um 1. Wenn ich minus 2 um 1 verringere, kommt minus 3 raus. Und das ist die Ableitung. Das Ganze kann ich wieder zurück in Bruchnotation aufschreiben. Das ist nichts anderes als minus 2 durch x hoch 3. Und zum Schluss gucken wir nochmal an. f3 von x gleich Wurzel x. Wurzel x können wir aufschreiben als x hoch 1/2. Und da machen wir die gleiche Regel wieder. f3' von x. Exponenten nach vorne ziehen, das ist also 1/2. Dann um 1 verringern, also 1/2 mal x. Und 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Das heißt, das ist die erste Ableitung davon. Das Ganze kann man nochmal wieder anders aufschreiben als 1 durch 2 mal Wurzel x. Und damit haben wir die Ableitung für die Wurzelfunktion gefunden. Die nächste wichtige Funktion, die ich angucken möchte, ist die Exponentialfunktion e hoch x. Und bei dieser Funktion ist das Spannende, dass die Ableitung der Funktion die Funktion selber ist. Das heißt, wenn ich eine Funktion f von x gleich e hoch x habe, dann ist deren Ableitung ebenfalls e hoch x. Das ist die Funktion selber. Auch das beweisen wir jetzt hier nicht, sondern gucken später das Ganze nochmal an. Aber wie gesagt, wir nehmen es hier schon mal mit auf, weil das auch eine der ganz wichtigen Funktionen ist.
Und zum Abschluss gucken wir noch einmal die trigonometrischen Funktionen an, fangen mit der Sinusfunktion an, das ist hier die rot dargestellte. Und die Regel, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist, dass die Ableitung der Sinusfunktion die Cosinusfunktion ist. Das heißt, wenn f von x Sinus x ist, dann ist f' von x Cosinus x. Und ja, das ist das, was Sie hier dargestellt sehen. Versuchen Sie vielleicht auch an der Stelle, sich so ein bisschen einzuprägen, wie der Graph der Sinus- und der Cosinusfunktion jeweils aussieht. Also ist die Sinusfunktion zum Beispiel für x gleich 0 ebenfalls den Funktionswert 0 hat und dann natürlich 2π periodisch ist, das heißt bei 2π dann wieder bei 0 ist und solche Sachen. Weil das wird im weiteren Verlauf immer helfen, wenn man da so ein gewisses visuelles Verständnis davon hat, wie eigentlich die Graphen von Sinus und Cosinus aussehen. Die Ableitung der Sinusfunktion, wie wir da auf den Cosinus kommen, das beweisen wir aber eben einmal. Das gucken wir einmal an. Wir machen das wieder über die Definition, gucken an den Grenzwert für h gegen 0 von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. So, jetzt setzen wir natürlich ein. Es soll ja um die Sinusfunktion gehen. Das heißt, das ist der Grenzwert Limes h gegen 0 von Sinus x plus h minus Sinus x geteilt durch h. So, und wenn wir jetzt das Ganze genau angucken, dann sehen wir an der Stelle, dass wir hier so einen Ausdruck haben, Sinus x plus h. Und dafür haben wir ja die Additionstheoreme, die uns da weiterhelfen können. Das heißt, wir können das aufschreiben als Limes h gegen 0 von Sinus x plus h ist nichts anderes als Sinus x mal Cosinus h plus Sinus h mal Cosinus x minus Sinus x. Das minus Sinus x, das stand ja vorher schon da, das bleibt einfach erhalten, geteilt durch h. Das Ganze schreiben wir jetzt ein bisschen anders auf. Wir sehen nämlich, dass wir hier Sinus x haben und da nochmal, dass wir da vielleicht was umklammern können, während der Restausdruck hier erhalten bleibt. Und deswegen schreibe ich das mal anders auf als Limes h gegen 0 von, so jetzt nehme ich zuerst den Teil, Sinus h mal Cosinus x durch h, so plus, jetzt kommt der andere Teil, Sinus x mal Cosinus h minus Sinus x geteilt durch h. So, ich habe es auch gleich auf zwei Brüche aufgeteilt und ich markiere das noch einmal farblich, damit man so ein bisschen besser vielleicht sehen kann, was was geworden ist. Also, dieser Ausdruck hier, Sinus h mal Cosinus x, das steht jetzt hier, habe ich nach vorne gezogen. Und dieser Ausdruck, der hier, Sinus x mal Cosinus h, den habe ich nach hinten gezogen. Und das Minus Sinus x, das ist einfach erhalten geblieben. So. Jetzt klammern wir das Ganze entsprechend um und machen noch eine andere Sache. Wir ziehen diesen Ausdruck Cosinus x, der ja offensichtlich völlig unabhängig von dem h ist. Also wir betrachten hier einen Grenzwert h gegen 0 und hier steht so ein Ausdruck Cosinus x. Das heißt, dieser Ausdruck Cosinus x ist völlig unabhängig davon, welchen Wert h hat. Das heißt, das Ganze wirkt wie ein konstanter Faktor. Das ist in dem Fall jetzt ein konstanter Faktor. Und wir können den für diesen Grenzprozess einfach nach vorne ziehen. Und das mache ich auch gleich schon mal. Das heißt, ich kann das Ganze aufschreiben als Cosinus x mal Limes h gegen 0 von Sinus h durch h. Und das Gleiche werde ich bei dem zweiten Teil hinterher auch machen, aber da lasse ich mir etwas mehr Zeit. Das mache ich mal in zwei Schritten, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Man betrachte also den Grenzwert h gegen 0 von. So, jetzt klammere ich das Sinus x aus, dann steht also da Sinus x mal Klammer auf, Cosinus h minus 1 geteilt durch h. Also auf der rechten Seite, da habe ich einfach
hier einmal das Sinus x ausgeklammert, dann steht es hier und ja, übrig bleibt hier Cosinus h und hier bleibt entsprechend minus 1 übrig. So, und auch hier auf der Seite sieht man, dass wir hier ein Sinus x in dem Limit stehen haben, in dem Grenzwertprozess, der aber ja kein, also der aber völlig unabhängig von dem h ist. Das heißt, auch den können wir wieder nach vorne ziehen, weil der ist ja konstant, der ist ja unabhängig davon, welchen Wert h hat, hat Sinus x immer den gleichen Wert. Das heißt, den kann ich auch rausziehen. Das heißt, ich kann das Ganze aufschreiben als Cosinus x mal Limes von h gegen 0 von Sinus h durch h plus Sinus x mal dem Limes von h gegen 0 von Cosinus h minus 1 durch h. So, jetzt tauchen an der Stelle zwei Grenzwerte auf, die wir schon mal im Detail angeguckt haben. Nämlich einmal der Grenzwert hier, Sinus h durch h für h gegen 0. Das haben wir schon mal angeguckt. Da hieß das Ganze Sinus x durch x für x gegen 0. Aber ob es jetzt x heißt oder h, spielt ja keine Rolle. Ist ja der gleiche Grenzwert. Das heißt, wir wissen schon mal, dass dieser Teil hier, dass der 1 ist. Weil der Grenzwert von Sinus x durch x für x gegen 0 war 1, haben wir extra hergeleitet, vorher mal. Das heißt, da wissen wir schon, dass das 1 ist. Und in dem gleichen Video hatten wir auch hergeleitet, dass dieser Grenzwert 0 ist. Das heißt, da wissen wir auch schon, was daraus kommt. Das ist 0. In dem Video, wie gesagt, da hieß unser, das was hier h heißt, hieß in dem Video x. Aber ansonsten war es völlig identisch, deswegen ist natürlich auch der gleiche Grenzwert. So, jetzt wissen wir schon, naja, hier haben wir eine 1, da haben wir eine 0. Sinus x mal 0 ist aber 0, fällt also weg. Cosinus x mal 1 ist offensichtlich Cosinus x. Das heißt, wir haben an der Stelle hergeleitet, dass das nichts anderes ist als Cosinus x. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten, dass eben die Ableitung der Sinusfunktion die Cosinusfunktion ist. Und um das zeigen zu können, da haben wir genau die Grenzwerte verwendet, die wir vorher mal per Hand bestimmt haben, nämlich den hier und den der. So, nachdem wir wissen, was die Ableitung der Sinusfunktion ist, dass das die Cosinusfunktion ist, natürlich die Frage, was ist die Ableitung der Cosinusfunktion? Und praktischerweise ist die Ableitung der Cosinusfunktion minus Sinus, das heißt die Negation der Sinusfunktion. Das heißt, wenn f von x gleich Cosinus x ist, ist f' von x gleich minus Sinus x. Achtung, bitte einmal dran denken, es ist nicht so, dass die Ableitung von Cosinus x Sinus x wäre, sondern minus Sinus x. Das ist ein Fehler, den man leicht macht, wo man sich leicht vertut. Auch hier würde man den Beweis dieser Ableitungsregel ganz analog zu dem Beweis der Ableitungsregel für die Sinusfunktion machen. Man würde nur eben ein anderes Additionstheorem verwenden. Und damit sind wir schon durch mit diesem Video. Wir haben die verschiedenen elementaren Funktionen und deren Ableitungen gesehen und ein paar davon bewiesen und ein paar Beispiele dazu gemacht.